galaktischen Scum-Tipps. So, genug Schabernack. When the night has come and Scum Island is dark and the moon is the only light we'll see. Wie ist es immer dunkel? Ja, willkommen zu Scum. Ja, ja. Guten Morgen. Oh, jetzt haben wir keine Achievements mehr. Wup, wup. Wie müssen wir denn sagen? Naja, ich irgendwie... Nicht, dass hier auch noch irgendwelcher Scheiß verschwindet, hä? So, ich habe eine taktische ballistische Weste aus dem Airdrop rausgeholt. Die nehmen wir natürlich mit, denn wir gehen zu die Bots. Dann haben wir hier noch Dashline. Kann ja auch ruhig mal zeigen, wie ich mich hier vorbereite auf diesen Stuss. So, wir haben alles, ne? Geldkarte in Sicherheit gebracht, ne? Das ist ganz wichtig. Ich habe nämlich zuletzt, im letzten Video hatte ich ja ganz wenig Geld gehabt, aber bevor es losgeht, es gibt ja auch viele Leute, ich muss nochmal aussteigen, es gibt ja auch viele Leute, die jetzt derzeit auch wirklich am Struggeln sind wegen des hohen Schwierigkeitsgrads. Man kann hier den Schaden einstellen von den Sentries, also den Bots, den Zombies, den Puppies und wie schnell sich Gebrauchsgegenstände aufbrauchen, beziehungsweise welchen Zustand die haben, wie schnell die halt kaputt gehen und sowas. Da habe ich hier 0,1 gemacht. Und Food Decay Damage Multiplier, das ist halt, wie schnell das Essen gammelig wird, ne? Also frisches Essen, ja, Eier oder Käse oder sowas, ne? Das ist vielleicht gerade am Anfang ganz günstig, wenn man noch keinen Kühlschrank hat und findet halt ein Huhn und nimmt das Fleisch mit und sowas und ist hier im Süden und es ist extrem warm, dann würde das Essen natürlich auch sehr schnell gammelig werden. Das Fleisch kannst du eigentlich dann nach einem Tag wegschmeißen. Genauso wie hier Sentry Damage. Wir können das ja vielleicht mal testen, wenn wir jetzt am Flugfeld sind. Sentry Damage und Zombie Damage, das ist bei mir standardmäßig auf 1,0 und der Schaden von den Puppen ist da schon richtig heftig, ne? Und von den Bots auch. Wenn ihr keinen Soldatenhelm aufhabt oder etwas ähnliches, was euch schützt, könnt ihr euch auch mit einem Headshot platt machen. Die zielen zum Glück relativ schlecht. Früher hatten die wirklich extrem gut gezielt, da haben sie dich wirklich sehr schnell tot gemacht, ne? Also da war es wirklich zwingend notwendig, dass sie dich überhaupt gar nicht erst sehen. Und da gab es hier noch keinen Kigifax hier wie EMP-Granate oder sowas, ne? Also hier müsst ihr wirklich schauen. Wir können das nachher mal testen. Wenn wir das dann ganz runter auf Null drehen, dürften die da eigentlich keinen Schaden mehr machen. Wir können es mal testen, ne? Genauso testen wir das mit dem Zombie-Damage, ne? Das wird also heute eher so eine kleine Testgeschichte, wo man hier auch noch ein bisschen rumvorwerken kann. Das ist hier bei Custom Zones, ne? Da seht ihr hier ja die Outposts, ne? Da könnt ihr einstellen, ob hier Schaden von Puppen zum Beispiel erlaubt ist, ne? Aber man kann hier auch die Global Configuration machen. Das ist jetzt ja also Singleplayer, ne? Wenn ihr einen eigenen Server habt, könnt ihr da natürlich, habt ihr noch ganz andere Werkzeuge da, um da alles einzustellen. Aber das ist jetzt erstmal so für euch selber erstmal die Einstellung. Hier könnt ihr zum Beispiel bei globale Konfiguration, das gilt halt für die gesamte Map, es sei denn, ihr habt hier eine Custom Zone eingerichtet mit speziellen Regeln, ne? Im Mehrspieler hat man da halt eine PvP-Zone oder eine PvE-Zone, ne? In der PvE-Zone beispielsweise wird Schaden an Basen abgeschaltet oder Schaden durch Explosionen und sowas, ne? Das kann man hier also alles sehr, sehr gut balancen. Ihr könnt global gesehen im Grunde hier alles einstellen, ne? Schaden durch Roboter könnt ihr zum Beispiel blocken, dann machen die Mechs definitiv keinen Schaden mehr. Oder wenn ihr durch den Wald lauft und euch greift plötzlich ein Bär an, ihr könnt den Schaden also durch Tiere auch ausmachen. Oder euch greift ein tollwütiges Kaninchen an. Man weiß es ja nicht, ne? Schaden durch Fahrzeuge, Schaden durch Schlägerei oder durch Nahkampfwaffen, Projektilschaden, Explosionsschäden, ne? Das ist für die Sprengpuppies zum Beispiel interessant. Ja, nee. Schaden durch alle Arten von Explosionen, außer Selbstmordpuppets. Ja, ja. Die machen dann immer noch Schäden, ne? Gut, dass es da steht.
wenn es einem halt zu schwer ist oder wenn man halt nicht möchte, dass einem die Bots erschießen oder dass man Schaden von Puppen kriegt, das kann man hier also, wie gesagt, in der Global-Konfiguration alles abschalten. Oder wenn ihr sagt, ich möchte gerne den Schaden behalten, außer in einer gewissen Region, da könnt ihr hier hingehen, zum Beispiel hier unten, kreisförmige Region. So. Dann macht ihr die hier zum Beispiel bei der Neville Base. Ne? Benutzerdefinierte Region, die könnt ihr dann auch umbenennen. Test 1 mache ich jetzt mal. Ne? Hier sind die Koordinaten. Ne? Radius, auch ganz praktisch. Ne? Hier ist jetzt die Neville Base eingekreist und hier könnt ihr, so, da haben wir hier jetzt Zone 1. Ne? Die haben wir jetzt orange gemacht. Dann kannst du hier halt in der Zone einstellen, dass du hier zum Beispiel durch Puppen, Selbstmordpuppen oder Roboter, dass du dadurch halt keinen Schaden nimmst. Ne? Das kann man jetzt hier also auf Blocken machen. Sturzschäden, Schaden durch Roboter. Und dann geht man auf Anwenden. So, und jetzt haben wir hier die Zone 1. Und die ist halt, die ist jetzt halt so, dass wir im Grunde dort noch Sturzschaden haben, wenn wir von irgendwo hoch runterfallen. Wir können ertrinken und alles, aber die Puppen und die Roboter machen halt keinen Schaden. Wer sich also mal rantasten möchte, kann das halt so einstellen. Optional könnt ihr natürlich auch den Schaden der Puppen anlassen, aber dann halt den Schaden über dieses Optionsmenü bei Damage nochmal extrem runtersetzen. Ne? Wenn euch irgendeine Zone wirklich brennend interessiert und ihr wollt aber keinen Schaden durch die Bots machen, ihr könnt die Bots auch komplett entfernen. Ja? Das geht natürlich auch. Ne? Da geht ihr hier zu World und hier haben wir zum Beispiel schon die Abandoned Bunker Commotion Threshold. Das funktioniert aber komischerweise nicht immer. Ne? Also das hier zum Beispiel heißt, wie empfindlich die Razor sind, bis sie euch hören. Ja? Und normalerweise ist es so, je höher die Zahl hier ist, desto weniger empfindlich sind die Razor. Ne? Wenn das ganz oben ist, dürften die eigentlich taub sein. Also da hören sie euch gar nicht mehr. Es kann trotzdem sein, dass in der Ecke noch einer sitzt, aber von oben kommt halt keiner mehr runter. Ihr müsst da mal ein bisschen rumexperimentieren, weil das funktioniert nicht immer und es funktioniert auch nicht in allen Bunkern. Ich habe das ja selbst getestet. Das ist dann auch wieder wahrscheinlich von Map zu Map verschieden. Manchmal hast du ja auch diesen Flaggenbug, wie ich zuletzt, und manchmal halt nicht. Ne? Dann haben wir hier NPCs, maximal erlaubte Charaktere, habe ich jetzt hier auf 500 gemacht. Hier Disable Sentry Spawning, hier kann man die Bots auch nochmal abschalten. Da muss man allerdings das Spiel nochmal neu starten, beziehungsweise ihr geht ins Hauptmenü und geht dann wieder ins Spiel, wenn ihr das abschalten wollt. Viele haben Angst vor den Sprengpuppies, die kann man hier abschalten. Selbes Prinzip, übernehmen, also anwenden, Hauptmenü und dann wieder zurück. Wenn ihr nicht wollt, dass die Puppen Türen öffnen oder durch Fenster klettern, kann man das hier einzeln auch abschalten, das finde ich gut. Dass man das einzeln machen kann. Es gibt ja auch Leute, die machen dann einfach ein Schloss an Türen, ne, damit die Puppies nicht durch die Tür können, aber sie können dann vielleicht durch Fenster krabbeln. Das kann man hier eben auch abschalten. Auch hier ist ja wieder ein Sternchen, selbes Prinzip. Auf Anwenden gehen, Hauptmenü, wieder zurück ins Spiel und dann sollten die Puppen nicht mehr durch Fenster oder Türen kommen. Sie müssen dann halt wieder glitschen, wie sie es früher gemacht haben. Das sind so die grundlegenden Sachen, wo man den Schwierigkeitsgrad für sich selber wirklich sehr detailliert einstellen kann. Das haben wirklich sehr wenig Spiele, dass du das kannst. Ich finde das richtig klasse. Aber es ist halt auch sehr komplex, ne? Wie so vieles in dem Game. Ne? Also wir können das jetzt auch gerne mal testen, dass ich den Schaden an den Bots und Puppen runterdrehe. Ne? Also nicht an den Sprengpuppis, ein bisschen Spaß muss sein, aber so an den normalen Puppen, das können wir ja mal testen am Flugplatz. Hier wollen wir die Karre ankriegen. Bähnchen, sind wir bei dem. Na, wir haben es geschafft. Wupp, wupp. So, ja, ich würde mal sagen, ich switche vor
Und ihr switcht nach. Ich, muss mal lang. Wenn ich am Flughafen bin, hole ich euch dann wieder mit dazu. Ups. Ach, die Karre. Ich brauche Rager. Und ja, dann gucken wir uns nochmal die Einstellung an und gucken mal, ob wir den Schwierigkeitsgrad ein bisschen runterpegeln können. Ich Idiot. In der Sekunde, wo ich auf Aufnahme gedrückt habe, bevor ich gehe, boom, wer hat den ja gestellt? Scheiße. Oh. Naja. Jetzt wisst ihr, warum ich so viele Reparaturkisten mitgenommen habe, hä? So, ich halte ja hier traditionsgemäß an. Scheiße hier. Ja, wir brauchen keine Bots und Puppen, die uns ja kaputt machen. So ein Mist. So, Moment. Das müssen wir uns erst mal ganz machen. Mein Gott, hä? Ja, weiß ja irgendwann wieder. Warte mal, vielleicht reicht ja auch eins, ne? Der Kreis ist zwar nicht hier zu, aber manchmal klappt's. Manchmal klappt's. Und manchmal hat man den Vorführeffekt. Schön. Ja, ich weiß jetzt bloß nicht. Ich glaube, wenn wir da jetzt den Schaden mal jetzt ganz runterstellen von den Bots oder auf Null stellen, was ist denn? Mein Gott! Was ist denn das hier? Eine Fliege? Meine Fresse. So. Sein Käse. So, da sind wir. Gott, ich habe ja schon wieder zwei Outtakes. Ja, jetzt ist uns kalt. Also ich weiß nicht, ob wir... Ja, ob die Klamotten Schaden nehmen. Aber ich glaube schon. Ich glaube schon. So, wir bereiten uns vor. Also ich lasse die Karre hier gerne stehen. Ich weiß nicht, ich lasse lieber die Klamotten hier. Hey, was wollen wir jetzt mit zum Beispiel mit der ballistischen Weste? Wir gehen jetzt mal wieder in die Server-Settings und gucken mal hier. Globale Konfiguration. So, wir gehen jetzt hier. Schäden durch Roboter, die in Tech-1-Einrichtungen gefunden wurden, die machen wir mal auf Blocken. Schaden durch Selbstmord-Puppets. Blocken. Schaden durch Puppets. Blocken. Projektilschaden. Machen wir mal auch auf Blocken. Explosionsschäden blocken. So. Wie beenden? Nee, anwenden. So. Jetzt schauen wir mal, ob sich das auch auswirkt. Das ist jetzt globale Konfiguration. Also das, wir haben jetzt hier keine besondere Zone eingerichtet oder sowas. Das ist halt die globale Zone. Also es kann sein, dass das... Das müsste jetzt eigentlich komplett funktionieren. Wir laufen mal ein bisschen langsamer, sonst platzt die Wunde wieder auf. Wir werden uns erstmal an einen Puppi machen und uns von dem Puppi hitten lassen. Und dann mal sehen, ob wir Schaden kriegen und ob unsere Klamotten Schaden kriegen. Ich denke mal, die Klamotten kriegen Schaden. Also wäre vielleicht doch besser, nackig hinzugehen. Man hat ja nichts zu verlieren. Ne? Was man nicht hat, kann man nicht verlieren. Das ist wie bei meinem Konto. Ja, ich mache mir keine Sorgen um meinen Wohlstand. Ich habe ja keinen. Ne? Das ist immer so. Wer sagt, dass ich Sorgen um den Wohlstand mache, dann meint die eigentlich immer ihren eigenen, ne? Ich mache mir nicht Sorgen um den Wohlstand meines Nachbarn oder von Friedrich Merz. Das ist mir egal, ne? Was sind Sie von Beruf? Ich bin Politiker. Ja, ich kann auch nicht. Ich habe auch nicht gelernt. Ja, ist doch so. Politiker ist so ziemlich der einzige Beruf, wo du keine Lehrer machen musst. Der kann so dumm wie Brot sein, ne? Und häufig sind die es auch. Das ist es ja. Das ist ja das. Es gibt kein Gesetz gegen Dummheit, ja? Aber da könnte sich ja die Politik auch gleich abschaffen. Und YouTube wäre erstaunlicherweise wahrscheinlich sehr schnell leer. Und TikTok. Oh, da wird es gar kein TikTok geben, hä? Diese Dulli-Plattform. Schön. Ich schätze mal wieder, hä? Aber naja, China-Plattform sowieso nicht mein Fall. Wenn ich eine Datenkrake haben will, da fragst du Google. Google, was eine Datenkrake? Ja. So, mein Gott. Ja, immer hat er WW. Neuer Spot. WW. Was
liegt denn? Da ist der Bot. Ja, zu dem will ich aber erst einmal nicht. Ich will erst einmal gucken, was die Puppies hier mit mir veranstalten. Wir haben 58% Leben. Mal gucken. Weil sonst müssen wir eine Zone einrichten hier um den Flugplatz. Das wird die ganze Geschichte natürlich ein bisschen verkomplizieren. Was heißt verkomplizieren? Ist eine Übungssache. Ja. Wo sind die Puppies, wenn du sie brauchst? Ja, ich habe die Anzahl der Puppies verringert. Oh, da sind sie. Bisschen zu nah gespawnt. So, jetzt schauen wir mal. Ja, machen keinen Schaden. Ich stehe ganz beteiligungslos da. Jetzt holen sie die Horde. Klamotten. Alter. Jetzt kommen sie aber an, hä? Wie schön. Klamottenschaden würde mich nur interessieren. Nee. Alles gut, ne? Läuft. So, jetzt hauen wir mal ab. Denn, das wäre jetzt natürlich die allereinfachste Variante. Die Bots werden jetzt auch keinen Schaden machen, aber wir können es ja mal probieren. Wir gehen jetzt mal zu den Bots. Folgt mir, meine Narren! Auf ins Geschlecht, ins Gefecht! Wupp, wupp. Rennt, ihr faulen Bastarde! Für den Ruhm Roms! Und so. Ja, geht jetzt nicht. Hui, jetzt haben wir das Tränengas abgekriegt und noch eine Blendgranate. Tja, jetzt sehe ich gar nicht mehr. Hallo? Ich weiß gar nicht, wo ich hinrenne. Au! It's a Warzone! Ich kann nicht schnell rennen, wenn ich hier Tränengas abgekriegt habe. Jetzt hat mich der Gatling getroffen. Hier der. Alter. Also die sind, wenn sie wollen, können sie treffen, wa? Aber würden wir jetzt hier den Schaden an, haben wir, wären wir ja schon lange tot. Ich weiß hier. Ich finde das aber. Ich finde das aber. Ich finde es taktisch, finde ich das eigentlich eine ganz geile Geschichte, ne? Blendgranate und Tränengranate. Das hätte uns jetzt auch gekillt, ne? Das war eine normale so Granate und. Nee. Ach, guck dir das an, die Reichweite, hä? Der macht keine halben Sachen. Ja, also es funktioniert, aber wir werden das jetzt gleich mal wieder anschalten, den grundsätzlichen Schaden. Ne? Also das ist jetzt wirklich, wenn ihr was ausprobieren wollt, ne? Oder wollt euch einen Spot angucken. Oder ihr wollt einfach mal mit Bots und mit den Puppen schauen, ob ihr euch vielleicht an so einem Spot vielleicht rumschleichen könnt, dass ihr da vielleicht versucht, so eine Strategie zu entwickeln, ne? Halt ohne Schaden, also ohne, dass ihr jetzt irgendwie dafür mit dem Leben bezahlt, ja? Sondern, dass ihr das einfach mal testen könnt, ne? So ein bisschen taktisches Vorgehen und sowas, dass ihr da halt nicht gleich bestraft werdet, wenn es halt mal nicht so funktioniert. Ja. Jetzt haben wir hier kein Wasser, weil das ist nämlich hier, wenn du dir dieses Tränengas abkriegst, ne, da hast du so Sichtprobleme und so. Theoretisch kannst du dir die Augen mit Wasser ausspülen, nur Wasser, kein Benzin oder sowas, ne, das ist nicht so toll. Und dann siehst du eigentlich auch schon wieder klar, weil sonst dauert das ziemlich lange, bis das hier wieder weg ist. Hier sieht man es, ne? Die Tränengas-Auswirkung sieht man hier, ne?
wie gesagt, wenn euch das passiert, man kann natürlich auch eine Gasmaske tragen. Dann habt ihr das Problem erst gar nicht, ne? Also, es gibt immer auch eine Möglichkeit, sich zu schützen. So, Klamottenschaden haben wir ja keinen. Das finde ich sehr schön. Wir werden jetzt die Schäden wieder anmachen. So, Projektilschaden, Explosionsschaden. Ich war mir halt nicht sicher wegen Projektilschaden, ob das auch für die Bots gilt, ne? Weil Klamottenschaden und sowas, ne? Dass die Klamotten vielleicht beschädigt werden können. So, jetzt habe ich hier wieder alles auf Erlauben gemacht. Das heißt, wir kriegen jetzt auch wieder Schaden. Aber ich versuche jetzt mal den Schaden zu minimieren. Das heißt, ich gehe von der Standardeinstellung 1,0 auf 0,1 runter. Ich finde, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hä? Das hat so ein bisschen was. Ne? Das verleiht dem Vordergrund mehr Tiefe, finde ich. Ne? Jetzt haben uns die Bots natürlich auf den Kieker gehabt. Ich werde jetzt noch mal eine Sekunde warten. Ich muss eh noch mal pipi. Moment. So. Der switcht immer auf meinen zweiten Bildschirm. So, ja. Uns ist kalt. Das ist aber nichts Neues. Wenigstens ist schon immer eine Frostbeule gewesen. Jetzt haben wir es hier natürlich uns ein bisschen schwieriger gemacht. Denn jetzt sind die Bots natürlich getriggert. Oh, naja. Oh. Sprengpuppi. Nee, Quatsch. Normale Puppi. Da, jetzt gucken wir mal, wie viel Schaden er macht. 1%, okay. 1%. Und der dicke Dude. Noch gar keinen gerade. Ja. Natürlich hat man trotzdem hier Blutungsschaden und den ganzen Scheiß, ne? Muss man halt auch aufpassen. Aber der grundsätzliche Schaden, den er jetzt erstmal macht, ne? Den Blutungsschaden hast du halt trotzdem. Da muss man halt trotzdem aufpassen, dass man halt genug Verbandszeug mit dabei hat. Aber der grundsätzliche Schaden, den die mit einem Schlag machen, hält sich in Grenzen. Ne? Man hat hier halt auch mehr Zeit dann, um sich zu verbinden. Und man merkt ja auch, der hat jetzt die Horde gerufen. Aber dadurch, dass wir vorhin der Horde abgehauen sind, ist das nicht so das Problem. Ja, shit, jetzt können wir uns hier nicht verbinden, weil hier wieder eine Puppi kommt. Müssen wir uns mal irgendwie verstecken. Wenn die nicht sehen, dass ihr ins Gebüsch lauft, könnt ihr euch auch vor denen verstecken. Aber jetzt ist ja wieder kein Gebüsch, gerisches. Sehen sie euch, oder? So, jetzt sind wir hinter dem Busch lang gerannt. Da dürfte der... Seht ihr mal? Da ist er. Aber wir sind im Gebüsch, er sieht uns nicht. Gebüsche, ne? Müsst ihr unbedingt nutzen. Der hat uns jetzt nicht gesehen, wie wir hinter dem Busch raus und in den nächsten Busch sind. Das ist halt auch immer wichtig, dass ihr auch die Umgebung benutzt, zur Tarnung und sowas, ne? Und es erleichtert euch natürlich auch das Spielen, wenn ihr im Editor am Anfang wirklich einen guten Medizinskill habt, weil dann braucht ihr wirklich nicht so viele Lappen, ne? So, das war jetzt übrigens unser letzter. So, wie gesagt, Blutungsschaden und sowas kriegen wir trotzdem noch. Ja, du kriegst dir auch eine C4 und hast sie nicht gesehen. Nur der Grundschaden, den die Puppen halt machen, ist halt niedriger. Ja, bluten könnt ihr immer noch. Und wie gesagt, Sprengpuppis müssen wir jetzt trotzdem aufpassen. So. Was ich jetzt aber auch geil finde, nachdem die Puppis ja ein bisschen weniger aushalten als früher... Ich schlag die gerne. Ja, die kippen um und hast du nicht gesehen? Ich finde das cool. Vorher hat mir das gar keinen Spaß gemacht, die zusammen zu wackeln, aber mittlerweile macht mir das Spaß. Der dicke Dude hält ja natürlich ein bisschen mehr aus. Er fühlt sich schwach, ja. Ich weiß so warum. Weil es kalt ist. So, wir hauen den jetzt mal um. So, jetzt, ja, jetzt ist die Verletzung natürlich wieder aufgeplatzt. Das ist natürlich gar nicht gut. Wie gesagt, ne, Schaden ist an. Aber Blutungsschaden hast du halt trotzdem noch. Ne? So, jetzt werden wir hier mal. Wir gehen jetzt hier mal rein, gucken mal, ob da Klamotten sind zum Zerschnibbeln. Sonst wird das hier ein kurzer Trip. So. Also selbst mit so einer ganz niedrigen Schadenseinstellung ist es immer noch eine Herausforderung.
Aber es ist halt durchaus angenehmer. Das Spiel verzeiht eben auch ein bisschen mehr. Wie gesagt, ihr müsst trotzdem aufpassen. Blutungsschaden und sowas, ne? So, das ist jetzt hier natürlich dreckig, aber das ist erstmal egal. Antibiotika haben wir zu Hause zur Not, ne? Ich weiß nicht, ob ihr dann Singleplayer spielt oder ob ihr auf Mehrspieler unterwegs seid. Meistens haben die Mehrspieler-Server noch eine Discord und da könnt ihr euch vielleicht auch angucken, wie die Einstellungen dort sind. Na, es gibt da extra Server halt für PV, na sagen wir mal, ach, das brauchen wir jetzt nicht, für PvE, wo halt zum Beispiel die Bots komplett abgeschaltet sind oder die Sprengpuppen und sowas, ne, wo ihr halt einfach nur gemütlich looten gehen könnt und eure Base bauen könnt. Für mich wäre das nicht, ich brauche das schon ein bisschen härter. Auch wenn das manchmal natürlich frustrierend ist, aber ich habe das ja auch schon in den Kommentaren bei meinen Videos gelesen, dass einige halt auch wirklich ein bisschen frustriert sind, weil sie ja ständig sterben, weil halt die Server auch ziemlich hardcore sind. Wenn ich hier auf Skizzy Island zum Beispiel bin, das ist auch nicht für Muschis. Das sieht bei uns dann halt auch immer manchmal recht einfach aus. Und wenn wir dann aufs Maul kriegen, da sagen dann auch vielleicht einige, ja. Aber ich glaube, wer einmal auf dem Server war, wird sehr schnell eines Besseren belehrt. Denn das ist schon heftig. Also das ist kein Server für Anfänger. Und generell ist dieses Spiel auch nichts für Gelegenheitsspieler. Ne? Also du musst dir wirklich hier Zeit nehmen, um dieses Spiel, um dich reinzufuchsen. Es ist wirklich schwer. Schon mit den Standardeinstellungen ist es schwer. Es ist sackschwer, gerade für Anfänger. Ne? Und auch für mich, der das jetzt schon seit 3-4 Jahren knapp spielt, ist das immer noch eine Herausforderung, ne? Und ich möchte es ja auch nicht zu einfach haben. Ich möchte ja halt auch eine Herausforderung haben. Und wenn ich jetzt anfange, ist alles so dreckig. Wenn ich jetzt anfange, hier die Schwierigkeit runterzudrehen, gewöhne ich mich vielleicht noch dran. Wenn ihr saubere Lappen haben wollt, achtet da drauf, ne? Verschmutzung 84%, da kriegst du keine sauberen Lappen raus, ne? Das ist halt ein bisschen blöd. Aber hier geht's jetzt gerade nicht anders. Ja, wir werden uns bestimmt eine schöne Sepsis einfangen. Jetzt haben wir hier natürlich nichts zum Verbinden mehr. Weil wir kriegen jetzt bestimmt gleich auch noch ein bisschen vom Sack. Jetzt bohrt wird das so ein Arsch. Ich fasse das einfach nicht. Oh, guck dir das an, die ganzen Blüten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Hui, jetzt im Blick machen sie nicht wirklich Schaden. Scheißchen. Ich hab wieder nur diese Scheiß. Trotze. Alter. Okay. Der hat mir jetzt einen ordentlichen Schuss gegeben. Der hat mich geheadshottet. Normalerweise wäre ich jetzt komplett tot. Und jetzt kommen die Puppies rein. Und ich sehe nicht. Nee, das überlebe ich nicht wahrscheinlich. Nicht zu verbinden. Einfach großgeschossen. Ja, ich mach keinen Schaden. Also die Puppen sind jetzt ja nicht das Problem. Die Bots headshotten dich weg. Du hast, ich hab kein Helm dabei gehabt. Ne? Also ihr seht, selbst wenn die Bots minimal auf Schaden, auf minimalen Schaden eingestellt sind, können sie dich immer noch killen. Ne? Hallo. Oh, was ist denn das für Gerückel? Da vorne sind sie. Hä, wo sind wir denn? Auf der anderen Seite der Map, ne, das war ja vollkommen klar. Ich sehe den Flughafen nicht. Ach, da hinten. Ja, ja, ist schon heftig, ne?
Man kann natürlich auch mit den Schadenseinstellungen spielen. Wie gesagt, das Bluten ist halt nach wie vor eine Herausforderung. Wie gesagt, wenn ihr es wirklich ganz einfach haben wollt, geht in die Custom Zones und dann geht hier auf Global Configuration und schaltet einfach den Schaden ab, den ihr abschalten wollt, durch die Roboter und bla bla bla. Ihr seht schon, Zombie-Sentry-Schaden machen wir mal auf 0. Das lassen wir mal auf 0,1. Das ist trotzdem halt noch richtig heftig, ne? Ich weiß jetzt bloß nicht, wenn ich den Schaden auf 0,0 mache, ob das auch wirklich 0,0 Schaden ist. Jetzt ist meine schöne Hose weg. War ja klar. Die taktischen Armeehosen, die gibt's so selten. Wie soll denn hier nach Norden? Dass die dich immer auf der entgegengesetzten Richtung rausschmeißen, wo du verreckt bist, hä? Ich finde das unfair. Das geht gar nicht. Nö. Ich rate ja auch gerne dazu, ne? Wir sind ja jetzt hier mit dem Auto gekommen, ne? Und wenn ihr an solche gefährlichen Spots geht, rate ich euch sowieso, es kann immer passieren, wie bei mir, dass ihr verreckt. Auch mit solchen leichten Einstellungen, ne? Die Puppies waren ja eher jetzt nicht das Problem, aber der Bot, wie gesagt, die können einen immer noch richtig gut headshotten. Und da sollte man sehr viel Verbandsmaterial mit haben. Keine Schrotzen, ne? Lieber automatische Gewehre. Damit fahrt ihr auf jeden Fall gut. Hat ihr gesehen? Knick, knack, knick, knack. Ich bin halt auch nicht, der ist hier auch nicht gut in Gewehr. Ne? Da hat der Klöppe ganz, ganz schwache Fähigkeiten. Klöppe Anfänger oder was? Anfänger, ja. Der knackt schneller durch, wenn er natürlich Experte ist, aber das ist er ja nun mal nicht, ne? Ja, es ist schon eine Herausforderung, selbst wenn man die Schwierigkeitsstufen runterdreht. Hä? Das kenne ich ja noch gar nicht, mitten im Wald hier, so ein Ding. Okay. Na schön. APK-Magazin, halt erst mal meine Karte zerbeißen hier. Blub. Das hab ich ja noch gar nicht gesehen, den Spot. Ich meine, ja gut, die Spots sehen ja fast alle gleich aus. Cheeseburger, schön gammelig. Also bei McDonald's würde man sagen, frisch. Guck, jetzt haben wir hier ein Messer schon. Das ist ja praktisch hier, dass die Lootfee mich hier runtergefuckt hat. Ausrüsten, Helm. Helm nehmen wir natürlich auch mit. Ich mache mir jetzt gar keine Hoffnung, dass wir jetzt vielleicht noch sowas finden wie ein Rucksack oder so. Das ist ja albern. Ja, ein AKS-Mumpel-Magazin, das nützt uns jetzt hier auch nicht. Das hab ich auch noch nicht gesehen, aber ich bin ja auch selten mitten im Wald unterwegs. Eine Mumpel. Ja, nützt mir auch nicht, ich habe keine Waffe. Oh, ich höre eine Puppi. Mumpeln. Oh, warte mal. Die dreckige Mütze könnten wir mitnehmen. Nee, die können wir nicht mitnehmen. Ich habe ja meinen Helm auf. Wupp, wupp. Ja, so zum ersten Date, ne? Ach, da werden Zeiten wieder wach und so. Hä? Handschuhe, ausrüsten. Ja, Nähzeug haben wir jetzt natürlich nicht mehr. Ihr Rucksack! Na, gucke da und siehe, da war ein Bubsi Brühe. Was ich auch noch eingestellt habe, das ist der Verbrauch vom Treibstoff. Ich möchte nicht alle 5 Kilometer mir überlegen müssen, habe ich überhaupt noch Geld, wo ist meine Geldkarte, ich muss tanken. Ich habe hier den Treibstoffverbrauch, das ist gleich der erste Reiter hier, den habe ich auf 0,3 gemacht. Ich komme damit sehr gut zurecht. Das gilt halt für alle Fahrzeuge respektive Flugzeuge. Und gerade für Flugzeuge, die fressen sehr viel Benzin oder saufen, man kann ja alles kauen, da ist es natürlich gut, wenn du da halt beim Flugzeug nicht hier nach den ersten 3 Kilometern schon wieder gucken musst, wo finde ich jetzt Benzin und sowas, ne? Also 0,3 funktioniert für mich sehr gut. Dann haben wir noch Battery Drain vom Engine Multiplier, habe ich auch runtergesetzt. Battery Drain vom Devices Multiplier habe ich runtergesetzt. Und Battery Drain vom Inactivity Multiplier. Das hat was damit zu tun, dass die Batterie vom Auto zum Beispiel runter geht, wenn ihr nicht aktiv seid. Also wenn ihr aus dem Spiel raus seid. Ne? Hier läuft da eine Zeit weiter. Ne? Das merkt ihr ja auch, wenn ihr euch irgendwie hier so eine Keycard holt, läuft ab in 24 Stunden und das läuft dann in Echtzeit runter. Ob ihr jetzt spielt oder nicht, ist unerheblich. Und so ist das hier auch. Die Batterie geht halt relativ schnell runter, je nachdem, wie ihr das hier einstellt. Wenn ihr halt
eine Woche in Urlaub geht oder sowas, ne, und spielt ja nicht oder ihr spielt zwei Wochen lang nicht und habt das auf der Standardeinstellung. Gut, nach zwei Wochen ist das Auto dann wahrscheinlich auch weg, ne, weil es nach 10 Tagen standardmäßig dann despawnt, wenn man es nicht betatscht. Und die Batterie wäre dann leer. Ne? Ich habe das auf 0,1 gemacht und dann geht das. So, und hier noch meine... Was sind das hier? Nee. Hier noch meine Spawn-Einstellung. Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas in einer Kiste spawnt, habe ich auf 3,0 gemacht. Das heißt also, es wird immer noch leere Kisten geben, aber in fast jeder Kiste ist irgendwas drin. Ich habe jetzt natürlich auch keine Waffe. Ich werde mir wahrscheinlich auch wieder eine machen müssen. Ich glaube nicht, dass dort ein Katana rumliegt. Das sehe ich nicht. Oh, Pilz. Ist der grün? Der sieht nicht gesund aus. Er ist auch nicht gesund. Also Schrotzen sind definitiv nicht das Richtige in so einer Umgebung. Da braucht man halt auch wirklich eine andere Knarre. Ich habe die Block nicht ausgepackt, ne, weil die hat halt nur 13 Schuss. Aber es war blöd von mir, ich hätte die Block eigentlich nehmen können, ne? Weil das war ja nur ein Raum gewesen und die stehen ja dann zwangsläufig vor mir. Und mit der Block, das sind 13 Schuss, ich habe 2 Magazine gehabt, ergo 26 Schuss. So viele Puppen sind es ja nur auch nicht gewesen, ne? Bing bong! Ja, aber in der Panik denkst du halt nicht drüber nach. Du versuchst einfach hier zu ballern. Dann hat mich mal doch der Bot von der Seite abgeschossen und so weiter und so fort, ne? Ach, die Ausreden, hä? Ich bin nie verlegen, wupp! Ach, was war ich? Ich muss das mir abgewöhnen mit dem Wupp. Ach, siehste, ich wollte ja eigentlich rein mit den Worten sanfte Grüße. Scheiße. Ich glaube, ich muss das ganze Video nochmal neu machen. So, aber wir nehmen jetzt ein Pilzchen und essen den. Das ist ein Riesenschirmling, den können wir essen. Das gibt, ja, Saft auf dem Füller nicht unbedingt, ne? Eine Nuss. Warum gibt's dir mal was zu essen? Ne, der hat doch heute noch gar nicht gegessen, oder? Ne, stimmt. So, da ist die Straße, die führt zum Flugplatz. Also wie gesagt, ich verstehe auch die Spieler, also ich fühle auch die Spieler, die dieses Spiel mögen wollen, aber dann richtig von den Bots und den Puppen abgefuckt werden. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier mit dem Video auch ein bisschen zeigen, dass es halt auch anders geht, dass man halt den Schaden abschalten kann oder minimieren kann. Wie gesagt, bei den Bots, die letzte Einstellung, das war ja ein bisschen übel. Wir haben jetzt den Schaden auf 0,0 gemacht, ne? Ich werde mir trotzdem, weil da unten ja wieder Puppis sein werden. Ach, das gerülpt hier, sogar feierlich. Ich werde mir da trotzdem jetzt mal wenigstens eine Axt machen. Dahin! Ja, Wölfe, den Tierschaden. Tierschaden, den habe ich natürlich nicht alles gemacht. Ja, damit könnt ihr ja nur nicht rechnen. Seht das hier? Ups. Das ist ja ein Scheiß hier. Ach, Scum. Aus dem Weg, du Udo! Oh, ich hab nichts zum Kloppen. Geh weg hier. Nicht, dass da Wölfe noch reinkommen. Mach doch mal zu. Oh Gott. Ach, die kommen ja hier rein, ich Idiot. Oh, Scheiße. Ich hab keine Waffen, ich hab gar nichts. Tschüss. Jetzt blutet doch der Star. Jetzt kommen kleine Puppis aufgespornt. Ach, jetzt geht Flugzeug. Ja, jetzt gucken wir noch einmal, wie viel Schaden wir machen. Gar keinen. Hau mich mal. Wow. Den Blutungsschaden hat er jetzt natürlich noch von den Puppen. Ja, und die Sprengpuppis machen natürlich auch Schaden. Ja, ich kann mich jetzt irgendwie nicht verbinden hier großartig, ne? Alter. Ich habe keine Ausdauer. Der haut da nicht so schnell zu. Ich
sprengpüpperisch. Rette mich, Spott! Oh, jetzt haut er seine Waffe raus. Oh, ich bin verdammt an der Seite. Hehe. Ja. Gut, die Puppen machen also noch Standardschaden. Also 0,1. Ach, da könnte ich schon. Scheiße. Gibt's hier noch Klamotten? Oh Gott, ist das kein Käse, ja. Hier rein! Okay, Verbandszeug mit, ja? Das ist natürlich nicht so gut. Ich finde wieder keine Klamotten, ne? Das kenne ich ja schon. Deswegen sind mir die Armeehosen heilig. Puppies, hä? Warum so viel eingestellt? Oh, das interessiert ja die Puppies nicht. Mein Gott! Ja, die Puppies auf dem Scheißhaus. Es juckt mich nicht. Ah, da ist die Puppi. Nee, die macht mich tot. Da, oh, die Betze. Oh, Klamotten. Na, ja, jetzt kriegst du die Klamotten nicht, weil ihr Sprengpuppi ist. Noch eine. Da erwischt kaputt die Sprengpuppe. Ich glaube, jetzt bin ich gleich tot. Ich sehe nämlich nicht. So ein Scheiß. Oh. Mein Gott, haben die eine Ausdauer. Ich komme nicht weg. Lass mich in Ruhe. Jetzt muss ich den Busch suchen, dann meine Klamotten zerschnibbeln. Hier gibt's kein Busch, das ist ein Wald. Wieso gibt's hier kein Busch? Hier gibt's Wölfe. Ja, das gibt's. Komm, wir hocken uns jetzt her. So. Ja, mal gucken, ob wir noch was retten können. Ganz schön heftig, hä? Selbst mit den Einstellungen. Aber die Bots haben keinen Schaden gemacht. Ja, so, um das euch jetzt mal so ein bisschen zu zeigen, ja. Ja, ja, ich weiß, du blutest stark. Du kannst mal ein bisschen leiser atmen hier, du bringst mich ja ganz aus der Fassung. Und wie gesagt, guter Medizinskill. Ich brauche nur 2 Läppchen für diese C2. Vorher mit dem anderen Dude, da habe ich glaube 4 oder 5 gebraucht. Das war ja nicht feierlich. Da hast du ja den Rucksack nur noch mit Verbandszeug. Aber so, ne, hoher Medizinskill. Ich glaube, der könnte nicht reichen. Das ist eine C3. Da fehlt wieder ein Müh. Aber oh, das macht nichts. Da haben wir noch unser Hemdchen hier. Ja, also hoher Medizinskill hilft natürlich auch. So, jetzt zerschnibbeln wir noch das Hemd. Das ist bitter. Es ist Böhnchen, ne? Mimimi. Und ah, mir ist kalt und Hunger und Durst und Pipi. So, jetzt machen wir hier noch Pupup. Also, selbst mit den Einstellungen hier ist es schon heftig, ne? Aber ich habe jetzt hier auch, das ist ja jetzt, sind jetzt auch alles Extrembeispiele, die ich jetzt hier mache. So würde ich natürlich normal auch nicht spielen. Ne? Weil ich weiß, auch mit solchen relativ leichten Einstellungen kann es schon richtig heftig werden. Aber so für Einsteiger, die vielleicht noch ein bisschen Respekt haben vor dem Bot, würde ich halt auch wirklich sagen, lasst die Bots drin. Damit ihr euch angucken könnt, wie die zum Beispiel laufen, ne, damit ihr euch da vielleicht auch mal taktisch ein bisschen einen Plan machen könnt. Lasst sie drin, lasst aber macht den Schaden weg, ne, damit ihr halt noch eine Chance habt und so. Die Puppies habt ihr ja gesehen, ne. Ich würde den Schaden halt nicht komplett ausmachen, damit ihr auch ein Gefühl dafür kriegt, wie das ist mit dem Verbinden und sowas und dass ihr euch dann auch einen Ort sucht, wo ihr halt sicher seid oder einigermaßen sicher, damit ihr euch halt auch verbinden könnt, dass ihr halt auch da ein bisschen einen Automatismus reinkriegt, ne? Macht's euch nicht zu leicht. Sonst macht's dann auf Dauer auch keinen Spaß. Ihr könnt's euch natürlich auch sehr leicht machen und dann immer weiter
ja, immer weiter nach oben gehen mit dem Schwierigkeitsgrad, halt so, wie euch das halt am besten gefällt, so wie ihr halt am angenehmsten damit spielen könnt. Also ich bin relativ frusttolerant, ne? Ich rege mich natürlich auch schön auf, wenn ich mal hier unerwartet sterbe, weil ich auch wirklich sehr viel dann rein investiere, ne? Ich mache mir dann einen Kopf und versuche dann noch ein bisschen taktisch vorzugehen und das klappt halt nicht immer und dann ärgerst du dich natürlich. Das macht halt auch ein bisschen den Reiz aus, ne? Scheitern ist der größte Lehrer, ne? Und man lernt ja auch draus. Und da dreht sich gleich um und gleich geht's zu der Sänger. Außer wir finden den Busch. Hup, ha, Busch gefunden. Wird der Sprengbuben. Oh, Rucksack. Nee, Fallschirm. Scheißchen. Nein. Ach du Kacke. Oh, hier sind wieder 1000 Buben. Moment, den. Gucken, ob wir das ja wegkriegen. Ja. Gucken wir mal. Verdient hätten wir's. Oh, oh, oh. Nee, ich glaube, das wird nicht. Das wird nicht. Wir haben uns in der Falle manövriert. Der blüht wieder stark. Oh komm, steig ein. Ach du Scheiße. Kamera. Dieser Scheißbot. Wie willst du hier vorbeikommen, Mr. Käse? Ja, ich würde geiles Timing gewesen, ne? Aber es lief schon besser als vorhin. Ich bin ins Flugzeug reingekrabbelt gekommen. Ich glaube, das Flugzeug müsste noch dastehen. Aber oh, das schüpft sich jetzt ja nicht durch die Gäschen. Was sind wir denn nu? Oh, das ist ein Geruckel immer, wenn du hier runtergefuckt wirst, hä? So, ja. Gut, Flugzeug. Das war jetzt, das, also, heute sind wir ja nicht so ernst an die Sache rangegangen. Scheiß drauf. Na, heute hatten wir einfach nur mal ein bisschen Spaß. Naja, dann nicht, wisst ihr. Nö. Eine Zicke. Ja. Ich werde jetzt wieder zurückrennen zum Airport. Beziehungsweise zu der Stelle, wo mein Flugzeug, wo mein Auto steht. Ne? Ich denke, für heute haben wir genug Ruhmpunkte verloren. Das ist nämlich auch wieder das Problem, wenn du verreckst, verlierst du ja auch Ruhmpunkte. Und das bedeutet, du kannst dir beim Händler auch nicht mehr alles kaufen. Ne? In meinem Fall zum Beispiel Waffenmagazine für Gewehre und sowas, das könnte ich mir jetzt zum Beispiel mit 142 Ruhmpunkten gar nicht mehr holen. Ich muss also jetzt erstmal wieder Ruhmpunkte verdienen. Das könnte ich euch vielleicht noch zeigen, wo das Ding ist. Hier. Fame Gain Multiplier. Ne? Wie schnell ihr hier halt Ruhmpunkte bekommt, das habe ich von 1,0 auf 1,5 gemacht. Das ist jetzt auch nicht so viel. Je höher das halt ist, desto schneller kriegst du halt Ruhmpunkte. Standardmäßig ist es glaube ich so, für 2 tote Puppies kriegst du einen Ruhmpunkt oder irgendwie sowas. Das ändert sich aber irgendwie auch mit manchen Updates wieder und das müsst ihr halt mal selber gucken. Ich bin eigentlich mit meiner Einstellung 1,5 sehr zufrieden. Dadurch, dass ich halt viel ausprobiere und auch dementsprechend auch oft sterbe, ist es auch gut, dass ich den Fame Gain ein bisschen höher gemacht habe, aber halt nur wirklich sehr gering. Eigentlich geht es ja darum, die Puppe hier, also euer Püppchen ja nicht sterben zu lassen. Ne? Das ist ein Survival-Game und nicht hier, wer ist als erstes tot. Ne? Also, wie gesagt, wenn ich wie heute mal was ausprobiere, dann nehme ich das auch mal in Kauf, dass ich hier halt ein bisschen eher sterbe und einfach mal, um auch was zu zeigen. Ein Hühnchen! Ein Hühnchen hier drin! Jetzt ist das Hühnchen da. Bock, 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 bock. Geh weg, mein Hühnchen. Geh weg, du dumme Kuh. Nee. Oh, nicht, dass das Hühnchen aus der Führer rausrennt. Hier
jetzt ist das Hühnchen weg, du blöde Kuh. Nee, mein Hühnchen, komm her, Hühnchen. Du bist treten, du... Das arme Huhn. Plack. Wir können es nicht mal rupfen, weil wir dafür wieder irgendwas ethisch Unverantwortliches brauchen, wie zum Beispiel Steinmesser. Seht das? Wieso kann ich denn das nicht rupfen? Unglaublich. Ja, Gelegenheit macht satt und so. Das alles hat es ja mit dem anderen, mit dem ursprünglichen Hunting Rework, das hat es ja alles nicht gegeben. Also so, mal so einen spaßigen Einwurf, dass da auf einmal ein Huhn mitten im Wohnzimmer ist. Wie ist denn das Huhn? Wieso hat denn das nur in der Reihen? Wo ist denn der Rest von dir, du blöde Kuh? Das Huhn ist weg, ich hab's geplackt. Wo ist denn das Huhn? Hä? Das Huhn ist weggepackt. Das ist wahrscheinlich unter der Map oder das ist hier drunter irgendwo. Mein Huhn! Jetzt bist du ganz umsonst gestorben, du blöde Kuh. Das ist ja ein Käse. Hunting Rework, hä? Leck mich am Arsch. Ach, da will ich mal was Gutes über Scum sagen, hä? Da können wir da so Stütz. Bin so leicht verhungert mal in Scum. Aber nein, da hättet ihr ja mein letztes Video noch gucken sollen, können müssen und so. So, frische Schlüpper an. Wobei frisch 68%. Ja, das können wir dann zerschnippeln, weil ich habe so das Gefühl, wir können es brauchen. Feuerzeug. Ja, ich gucke jetzt ja bloß mal. Oh, guck, Rindereintopf. Den können wir öffnen mit einem Messer. Ein Huhn können wir damit komischerweise nicht kochen. So, jetzt ist die Bude offen. Und jetzt essen wir mal was. Ja, der hat jetzt noch 96%, aber jetzt gönne ich dem auch mal was. Ne? Da nimmt er halt mal einen halben Kilo zu, was soll's. Ja, Böhnchen ist jetzt sein Rindereintopf, da besteht es eh zu 80% aus Wasser. Ja, ich hoffe, ihr hattet heute Spaß, ich hoffe, ich konnte euch etwas vermitteln in Sachen Schwierigkeitsgrad und Anpassung. Experimentiert einfach ein bisschen rum. Und ja, danke fürs Zugucken, danke für euer Feedback und bis zum nächsten Mal.